Hallo. Hallo, ihr Lieben. Wir haben uns richtig gefreut. Wir freuen uns richtig, ne, ja, auf dieses Video. Wir dürfen euch was richtig Tolles zeigen, was Innovatives, was einen Mehrwert bringt, nicht nur für Camper. Ja. Es ist ein geiles Produkt, oder? Das ist ein richtig, richtig, richtig geiles Teil. Wolfgang hatte es nach dem Auspacken 5 Minuten gesehen, hat gesagt, das ist meins, gebe ich nie mehr her. Also, wir müssen dazu sagen, wir haben das ja schon 3 Wochen. Wir haben es ja schon ausführlich getestet. Und zwar geht es um die EcoFlow, um eine Kühlbox von EcoFlow, die EcoFlow Glacier. Glacier heißt eigentlich übersetzt Gletscher und damit kann sie gut mithalten. Das ist die erste 3-in-1 Kühlbox, was es auf dem Markt gibt, na, die kühlt, gefriert und mit integriertem Eiswürfelmaschine. Also ihr macht hier mit Eiswürfel. Ja. Mhm. EcoFlow hat bringt drei komplett neue Produkte auf den Markt. Ne? Einmal diese Kühlbox. Die Kühlbox. Und dann einmal ein Rasenmäher. Genau. Völlig innovativer. Den Blade. Automatischer Rasenmäher, der Blade. Ja. Der hat sogar einen Fangkorb, damit könnt ihr auch nicht nur mähen, sondern könnt auch im Herbst euer ganzes Laub mit einsammeln. Der Blade ist ausgelegt für bis zu 3000 Quadratmeter Rasenfläche. Also das ist echt eine Hausnummer. Ne? Mhm. Aber da erzählen wir nicht zu viel von, weil hier geht es heute um die Kühlbox. Und was noch rauskommt jetzt demnächst, ist die Wave 2. Das mobile ist Klimaanlage. Die mobile und kompakte Klimaanlage, die stärkste momentan seiner Art, ne? Die auch heizen kann. Ja, also richtig 3 mega neue Teile. Geräte und wir zeigen euch jetzt heute mal die EcoFlow Glacier. Genau. Die ist echt der Hammer. Die ist ja so. Und das ist ja noch nicht alles. Gell? Die ist ja noch erweiterbar. Ja, aber genau. Wir fangen jetzt mal an. Wir fangen jetzt mal an, ja. Also, ich nehme dich mal mit. So. Dann darf ich mal vor die Kamera. Ja. Komm, wir fangen doch heute mal mit was ganz Simplem an. Wir messen euch erstmal die Kühlbox aus. Ja, das ist jetzt ein bisschen mit den Tragegriffen. Seht ihr mal, so circa 80 mit den Griffen links und rechts. Mhm. Ja, 37. Wobei man hier sagen muss, die Griffe lassen sich entfernen. Ja? Also man kann sie auch ein bisschen kleiner machen. Genau, und ja, circa 44 hoch. Weil es ja in Mitte geht ein bisschen weiter hoch. Also wenn man hier diese Käppchen wegmacht, dann kommen da Schrauben zum Vorschein. Genau, also wenn ihr euch irgendwo noch in der Garage oder irgendwo reinmachen wollt und der Platz reicht nicht, Griffe einfach abmontieren, dann ist sie noch etwas kompakter. Ne? Mhm. Wir schauen mal rein. Ihr seht schon, hier ist ein Korb drin. Kann man herausnehmen, ja. Wir haben jetzt hier 2 Kühlzonen im Moment, kommen wir auch noch drauf zu. Einmal für Kühlen und einmal für Gefrieren. Dafür ist dieses Mittelteil. Dann haben wir hier den Eiswürfel, die Eiswürfelmaschine. Wir zeigen es euch nachher, wie es funktioniert. Zeigen wir euch alles, das machen wir sie mal an. Die war jetzt gerade schon mal kurz an, deswegen ist jetzt schon mal ein bisschen runtergekühlt. Zeigt jetzt aktuell an, im Kühlteil 5 Grad. Und der Gefrierteil hat schon minus 17 Grad. Die Kühlbox hat einen 120 Watt Kompressor. Die ist so schnell, dass ihr bei 30 Grad, also wenn sie 30 Grad hat, innerhalb von 15 Minuten runterkühlt auf 0 Grad. Ja. Das ist schon richtig geil. Die ist richtig fix, ja. Wenn wir jetzt hier mal draufdrücken auf diesen Thermostat hier, dann kann man schauen, wie sie eingestellt ist. Aber wir haben sie auf 6 Grad im Kühlbereich eingestellt. Drücke ich nochmal drauf, es geht immer gleich weg. Und auf minus 18 Grad im Gefrierteil. Und sie läuft jetzt gerade ein paar Minuten, also ja, 10 Minuten. Und hat jetzt schon hier minus 16 Grad und 5 Grad aktuell. Ja. Und ich habe das natürlich alles auch nachgemessen. Es passt. Ich habe die Thermometer vom Wohnmobil da reingelegt, einmal auf die linke und einmal auf die rechte. Und das hat bis auf 1 Grad genau gepasst. Und wie es in jedem Haushaltskühlschrank auch ist, ist immer unten der kühlste Punkt. Ja? Ich hatte meine Thermometer in die Mitte reingestellt, also aufgehangen in die Mitte, nicht nach unten. Weil unten ist es ja in der Regel am kältesten.
Also dann schauen wir mal, wie man sie denn einstellen kann. Moment, man kann hier einstellen. Wenn man sie auf zwei Zonen hat, dann lässt sich die linke Seite einstellen auf, sieht auch sogar minus. Geht genauso, ja. Du hast natürlich nicht so viel, also ihr könnt auch die linke Seite als Gefrier oder beides, ja, mit der Trennwand. Aber dann nicht, machen wir das mal hier. Aber nicht andersrum. Genau. Das geht bis minus 25 beide. Ja, krass. Echt verrückt, oder? Jetzt ist noch was mega Geiles. Ihr macht einfach. Aber es geht, man muss dazu sagen, es geht nicht andersrum. Man kann nicht die linke Seite gefrieren und die rechte als Kühlung nehmen. Das geht nicht. Kann ich nochmal zeigen? Also da ist dann auch eine gewisse. Also die linke Seite. Soll ich auf wie viel Grad einstellen? Lass mal minus 25 und die rechte. Und die rechte? Mach halt mal auf 6. Also das wird nicht gehen. Dann geht die linke Seite nämlich nicht. Ah ja, okay. Gut. Also ihr könnt komplett gefrieren, ihr könnt es als komplette Kühlung nehmen. Genau, aber nicht die linke Seite gefrieren und die rechte kühlen, sondern genau. Andersrum, die genau. Größere dann. Ne? Also wenn ihr beide Seiten benötigt, dann die linke Seite zum Kühlen und die rechte zum Gefrieren. Genau. Habe ich verstanden. Oder? Dann kann man das hier auch rausmachen. Jetzt musst du mir aber behilflich sein, ich habe das noch gar nicht gemacht. Wie kommt das da rein? Da ist ein Bild drauf. Da ist ein Bild drauf, okay. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ne? Das machen die da schon ganz gut, genau. Und dann wird das einfach hier runtergedrückt und da reingeklemmt. So. Und jetzt weiß die automatisch, gut. Dann seht ihr gleich, sie hat schon umgeschaltet, sie erkennt jetzt an, die Trennwand ist weg. Ich habe jetzt nur noch eine Kühlzone, ja, und kann dann natürlich sagen, okay. Entweder nehmen Sie als Gefriertruhe, Gefrierbox. Ja. Oder als Kühlbox. Als Kühlbox. Könnt dann auch wieder hoch machen, sage ich, okay, ne. Ich möchte sie nur als Kühlbox, 6 Grad von mir aus. Genau. Also ganz simpel, absolut selbsterklärend. Die Anleitung ist natürlich dabei. Anleitung ist hier. Da ist aber nicht. Hoppala. Da ist aber nicht. Das ist mehr in mehreren Sprachen. Also. Ja. Also die es sind bloß zwei Seiten. Genau. Also es erklärt sich ja von selber. Es erklärt sich absolut von selber. Genau. Ihr habt hier noch ein Zigarettenanzünderkabel dabei. Damit könnt ihr das auch in der im Auto, dass man sie wieder aufhält. Auch im Auto betreiben kann. Oder im LKW zum Beispiel. Ne? Genau, also 24, 12 Volt. Ja, ist die auch perfekt, lässt die sich auch super. Im Van stelle ich mir das auch super vor, ne? Mega. So betrieben ist sie jetzt am Netzkabel, Netzgerät. Genau. Ja, das ist dabei. Also EcoFlow zielt ja total darauf ab, auf erneuerbare Energien, auf Energien einspeichern und Energien wieder ausgeben. Na, ihr könnt diese Kühlbox auch mit Akku verwenden. Der Akku ist optional. Und dann seid ihr völlig autark mit dem Gerät. Ja. Also mit Akku kann die Kühlbox bis zu 40 Stunden kühlen. Und wir haben das sogar getestet, da war es relativ kühl draußen, dann kann man da locker 2 Tage. Also wir sind da über 2 Tage mit hingekommen, ja. Genau, also EcoFlow gibt an, also 40 Stunden und das kommt auch super, echt super hin. Wir haben 48 Stunden geschafft. Genau. Und dann kann man natürlich total autark sein und kann das ewig betreiben mit Solar. Die Stecker von den Solarpanelen bei EcoFlow sind alles die gleichen. Das ist dieser hier. Und so ein Stecker gibt es auch, befindet ihr auch an den Solarpanel. Aber es geht halt nur mit Akku. Dann wird der Akku gleich über das Solarpanel aufgeladen. Wollen wir mal Eiswürfel machen? Ja, würde ich schon sagen, oder? Würde ich schon sagen, oder? Das ist ganz simpel, einmal push. Das ist auch mit dabei. Wir zeigen euch das mal. Da kann man sich schon so ungefähr vorstellen, wie das funktioniert. Ich habe mir so Anfang echt gedacht, wie soll denn das gehen? Da habe ich ja nur einmal Eiswürfel. Und dann? Oder ist es dann ein Block? Nein. Damit macht er richtig geile Kolben-Eiswürfel. Und zwar in 2 verschiedenen Größen. Also Eiswürfel mit Loch. Genau. Es gibt hier die. Warte mal, ich nehme es mal kurz raus. Man kann es schlecht sehen. Man kann es schlecht sehen. Da ist eine Markierung am Korb am Ende. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also einmal Minimum und einmal Maximum. So kann man sehen, ja.
erst den. Also das Gerät erkennt, wenn kein Wasser drin ist. Ja, und ob die... Der Korb. Genau, ohne den Korb geht es auch nicht. Geht es auch nicht. Also ist schon intelligent. Und jetzt schau dir mal den Behälter an hier. Da ist ja sogar noch eine Verzahnung da drin. Da gehen, wenn ich den einmache, geht der unten automatisch mit hoch. Also es ist eigentlich brutal stabil, das Ding. Die ganze Kühlbox ist total wertig. Hä? Ja. Also wir füllen jetzt mal ein auf Minimum. Hoppala. Ja, mach doch alles rein. Brauche ich sogar noch ein bisschen. So, jetzt mussten wir noch mal nachfüllen. Also es zeigt sich im Display so lange an, der Wassertropfen. Jetzt ist der Wassertropfen weg. Dann wisst ihr, habt genügend Wasser drin. Dann kann man hier einstellen. Seht ihr das? Große Eiswürfel? Kleine Eiswürfel. Genau. Jetzt machen wir große Eiswürfel. Richtig. So. Er zeigt jetzt an. Er zeigt jetzt, also bei der ersten. Also der erste dauert manchmal ein bisschen länger, ja. Die Kühlbox im warmen Stand braucht sie jetzt ein bisschen länger. Das muss jetzt erstmal alles vorkühlen. Genau. Deswegen ist es beim ersten Mal immer länger wie beim zweiten Mal. Und ansonsten also sind es dann nur 12 Minuten oder 10 Minuten, genau, für die Kleine. Je nachdem, wie große. Also man hört jetzt auch hier schon was. Ein Lüfter und die Box ist sehr schön verarbeitet. So eine 1,25 Liter Flasche Pasta rein. Aber 1,5 Liter nicht. Und 38 Liter packt das? Genau. Habe ich glaube schon erwähnt, gell? Ja. 38 Liter. Vor allem finde ich voll geil, weil du hast einfach nicht zig Geräte, du hast einfach ein Gerät, ja? Und du kannst halt echt alles mitmachen. Du kannst halt kühlen, du kannst gefrieren. Du kannst dein Eis mit an den Strand nehmen, nicht nur Eiswürfel. Du kannst auch noch mit Kiddies kannst einen ganzen Kindergeburtstag veranstalten und kannst die ganze Box mit Eis vollhauen. Tja, was machen wir jetzt die restlichen 13 Minuten? Solange die Gläser jetzt mal Eiswürfel macht, erzählen wir noch mal ein bisschen was. Und zwar optional könnt ihr diesen Akku erwerben mit 298 Wattstunden. Ja? Damit seid ihr an die 40 Stunden mindestens autark, völlig stromnetzunabhängig. Und noch unabhängiger seid ihr, wenn ihr zum Beispiel ein Solarpanel anschließt, könnt ihr direkt anschließen in Verbindung mit. Geht nur mit dem Akku. Mit dem Akku, ja. Und dann könnt ihr ungefähr in gute 2 Stunden den Akku wieder aufladen mit Solarstrom. Ja. Also völlig netzunabhängig, ne? Absolut zeitgerecht, ne? Mega geil. Und ihr könnt den Akku auch verwenden als Powerbank. Weil er hat nämlich einen USB-C-Ausgang bzw. Eingang. Ihr könnt auch natürlich den Akkupack über den USB-Anschluss laden. Also völlig unabhängig von der Gläser. Genau, halt nochmal hoch so. Und der zeigt auch, man kann ihn hier noch einschalten, denn die als Powerbank. So, dann leuchtet es auch auf und zeigt an, dass da was voll ist. Das ist so eine kleine 4 Leuchtdioden. Die zeigen es an, wie voll der Akku ist. Aber auf der Kühlbox ist nachher auch ein Akkusymbol drin, wo das genau anzeigt. Die Kühlbox ist ab heute zu erwerben. Ja? Für 11,99 ohne Akku. Und wir dürfen euch einen Rabatt weitergeben. Der Rabattcode heißt WOMIS1. Damit bekommt ihr 5% Rabatt. Und den Link zur Kühlbox, schaut in die Videobeschreibung rein. Da steht alles drin. Da steht nochmal der Rabattcode drin für euch, den direkten Link zur Kühlbox. Und wenn ihr euch schnell entscheidet, seid ihr einer der Ersten, die dieses geile Teil bekommen. Ja, weil wie gesagt, es gibt es wirklich erst seit heute im freien Verkauf. Absolut cool. Es ist einfach nicht nur eine Kühlbox. Ja. Wolfgang schaut auch schon, wo wir die bei uns unterbringen, in der Heckgarage. Also sie passt auch rein bei uns in der Heckgarage, aber da wir ja momentan 3 Fahrräder drin haben, so. Muss ein Fahrrad weichen. Ja. Es zeigt noch 6 Minuten an.
genau. Jetzt zeig mir mal bitte mein Handy. Ihr habt das vielleicht schon gesehen. Da ist ja auch so ein QR-Code hier vorne drauf. Da könnt ihr euch die App dazu runterladen. Da habt ihr alle EcoFlow-Geräte alle auf einer App. Genau. Kann man das sehen? Ja. Wahrscheinlich nicht. Das müsste gehen. So sieht dann die App aus. Genau, das ist die Kühlbox. Die zeigt sogar hier bildlich an, was sie gerade macht. Ob sie Eiswürfel macht. Ihr könnt die Temperatur verstellen. Wenn ihr hier auf die Anzeige achtet, kann man hier sogar 19 stellen. Die geht dann mit. Oder wieder 18. Und oben zeigt sie auch an, was sie gerade. Genau. Oben zeigt sie noch 3 und 7. Was linke Seite hat -3, weil sie vorne runtergekühlt haben. Ja, genau. Ich habe sie als Gefrierteil eingestellt. Mhm. Dauert jetzt natürlich wieder ein bisschen. Oder ihr könnt die Box natürlich auch ein- und ausschalten. Halt. Da war das, genau. Das machen wir jetzt aber nicht. Nein. Ja, man kann dann noch ein paar Einstellungen davor nehmen. Energiesparmodus. Wenn ihr die Box am Auto betreibt, dann saugt sie euch die Batterie nicht leer. Und wenn die Eiswürfel fertig sind, dann piepst sie auch und auf der App seht ihr das auch. Genau, Kfz-Schutzbatterie. Genau, das Ganze ist jetzt über Bluetooth verbunden, wie man sieht. Und die ganze Box kann man noch mit WLAN verbinden. Das heißt, ihr könnt dann aus der Ferne nochmal über WLAN, wenn ihr auch nicht am Ort seid, die Box bedienen. Ihr könnt auch zum Beispiel, man kann auch an der zurück, genau. Nee, das zeigt jetzt nicht an. Also die App zeigt auch an, ob der Deckel offen ist oder ob der geschlossen ist. Warum zeigt es jetzt nicht an? Weil jetzt gerade Eiswürfel macht. Ach so. Okay. Genau. Das heißt, wenn sich jemand an eure Box zu schaffen macht und Getränke klaut. Sich ein Bierchen klaut, also. Das ist dann noch eine kleine Spielerei, ja. Ja, genau. Genau, das ist die App dazu. Zeigt ja an, dass er große Eiswürfel macht. Ja. Large und small, genau. Ne? Man kann das Ganze auch abbrechen. So, jetzt wird euch angezeigt, noch 26 Sekunden. Also erst wenn der untere Balken zu ist, geschlossen ist, dann sind die Eiswürfel fertig. Im Moment beginnt die Abtrennung oder ist gerade in der Abtrennungsphase, damit sich die Eiswürfel leichter entnehmen lassen. Ja, weil diese Stäbe werden, glaube ich, kurz erwärmt. Die werden kurz erwärmt, ja. Kurz erwärmt und dann geht es einfacher raus. Dann gehen die, sonst kriegst du einen. So, fertig. Aufmachen, seht ihr. So. Gucken, wie wir es am besten rausholen. Die Schaufel ist auch dabei. Ja. Das sind ja meine Eiswürfel, das darf ich auch hinfassen. Das ist einfacher. Die lassen sich wirklich ganz einfach ablösen. Und das Coole ist, schau mal, das ist eine richtig coole Trichter-Eiswürfel. Ja, warte, wie sehen die aus? Zeig mal her, das ist ja ein Loch in der Mitte. Ja. Oder beziehungsweise ein Loch nicht, aber. Loch nicht, nein. Das ist ein Trichter, also oben zu. Und dann könnt ihr das wieder einsetzen und könnt sagen, ja gut, okay, ich will ja natürlich, brauche noch mehr Eiswürfel. Ich brauche für meinen Nachbarn auch noch so, ein paar Eiswürfel. So, brauche noch ein paar Eiswürfel. Ja. Das kann ich sagen, das mache ich auch. Ja. Nee, wir machen mal die Kleine kurz und zeigen mal an, was er jetzt anzeigt. Gleich. Ah, jetzt zeigt das zum Beispiel nur noch 7 Minuten ein, ja, weil er schon so runtergekühlt hat. Weil er schon runtergekühlt ist. Genau, also es geht wirklich ratzfatz. Bei den Kleinen geht es einfach schneller. Ja, stellt euch mal vor, ihr seid mit eurer Kühlbox am Strand. Ihr seid echt der absolute Hit, ja. Ihr packt die aus, im Hintergrund das Meer. Ihr macht Eiswürfel und das Ganze ohne Kabel, nur mit dem Akku. Dann seid ihr der King. Ihr seid der King. Das ist absolut mega, ja. Wirklich mit dem Inhalt von 38 Litern, mit allem 10, 12 Minuten Eiswürfel, ja. Da könnt ihr den ganzen Tag am Strand verbringen. Und wir zeigen euch wirklich die nur, weil wir zeigen euch nur Sachen, von denen wir absolut überzeugt sind, ja.
Und haben da nichts gefunden. Hier gibt es absolut, hier gibt's einfach nichts zu meckern. Gut, das wiegt natürlich auch sein Ding. 23 Kilo wiegt sie ohne den Akku, wie die Ecoflow. Ja. Die Ecoflow Glaser. Ja. So. Machen wir da mal auf. Da kann man schon ein bisschen erkennen, man kann sehen, wie das gefriert um diese Kolben rum. Ja, da vorne kann man das gut sehen, ja. Und ich habe es jetzt ja gar nicht ganz voll gemacht, ne? Man kann es ja bis hier oben voll machen. Da könnt ihr ewig viele Eiswürfel mitmachen. Mhm. Dann nehmt ihr euch einfach 1-2 Liter Wasser mit und ja, 2 Liter solltet ihr schon dabei haben. Also nach jedem Gang 3, 6, 9, 12, 15, 18 Eiswürfel. Hm? Yes. 18 Eiswürfel in ungefähr 12 Minuten. Ja. Je nach Größe. Genau. Und je nach Umgebungstemperatur. Dann kann man die Kühlbox natürlich sagen, okay, wir tragen die zu zweit. Links und rechts haben wir vorhin auch gemacht, ne? Die Kühlbox hat ja 2 Griffe. Ja. Und wenn ihr es noch einfacher wollt, dann könnt ihr euch optional noch einen Tragegriff anmachen und 2 Rollen. Also man trägt die dann so wie so ein... Wie so ein Rollkoffer. Wie so ein Trolley hinter sich her. Also tragen nicht, sondern ziehen. Ziehen, ja. Ja. Wie auf dem Flughafen. Mega. Also ihr könnt auch jederzeit den Vorgang mit Eiswürfeln abbrechen. Ja? Also wenn ihr sagt, na, ich brauche jetzt doch keine Eiswürfel mehr, Feierabend für heute, dann drückt ihr hier drauf, auf dieses Zeichen hier, dann werden die Eiswürfel abgetrennt. Na, dann beginnt der Abtrennvorgang. Okay, 29, also 30 Sekunden eigentlich, zurück. Dann könnt ihr den Vorgang jederzeit abbrechen. Und wenn es dann fertig ist, könnt ihr das restliche Wasser... Genau, transportieren mit Wasser da drin ist schwierig, also geht gar nicht. Also man kann das Wasser hier, habt ihr denn eine Klappe, machen wir das jetzt da runter. Da habt ihr den Schlauch, den hebt ihr hier an. Und dann könnt ihr das restliche Wasser, was oben drin ist, leerlaufen. Aber das kommt ganz selbst aus. Also, und wenn ihr euch für dieses nachhaltige Produkt entscheidet, dann schreibt uns doch mal. Wie findet ihr die Box? Ja, die findet. Und auch jetzt, was sagt ihr dazu? Wie findet ihr das? Wir hoffen, wir konnten euch das ein bisschen rüberbringen. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, versuchen die gerne zu beantworten. Und ansonsten bedanken wir uns fürs Zuschauen. Richtig. Bei uns ist es heute ein Heimspiel. Wir sind in Braunsbach auf dem Naturcampingplatz. Ja, das ist richtig schöner Campingplatz. Ja. Ja. Verlinken wir euch auch gerne mal. Also, egal. Aber wir gehen einfach nochmal her. Ja, machen wir. Wir zeigen euch das mal anders mal. Ja. Okay, also dann. Also, macht's gut. Dankeschön. Ciao. Ciao.